again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, zweites Squad-Builder. Battle Icon versus Icon Rühnchen. Ja, meine Freunde, diesmal wieder so weiter. Letzter SWB habt ihr extrem abgenudelt. Vielen, vielen Dank für euren Support. Da würde mich natürlich hier wieder über eine gleiche Resonanz freuen. Aber wir geben erstmal ab in die Werb. War Spaß, ja? Habe ich euch drangekriegt? Sehr gut. Herzlich willkommen, No End Gaming. Ja? Ich brauche einen Partner hier heute für die Aufnahme. Hallo, mein Name ist Noen Gaming und ich bin heute in meinem ersten SWB in FIFA 20 da. Hi. Ich habe mir eigentlich Benji rausgepickt, weil ich mitbekommen habe, der kommt auch nicht so klar. Da ging Bossio die Aufnahme da im Stream, das Gezocke da. Auf einmal sagt er mir, nö, kommt ganz gut klar. Ja, alles klar, wollte schon wieder abbrechen hier die Aufnahme. Wir kommen aktuell gar nicht klar. Ja, also bei mir ist aktuell wirklich... Da geht nicht so viel. Nichtsdestotrotz heute Icona-Duell. Unser 91er Pelé gegen Benjis 90er Pirlo. Wir haben bei Benji das Ganze ebenfalls nochmal aufgenommen. Da mit anderen Icons. Checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab. Erster Link in der Beschreibung. Checkt meine Partner ab. Checkt, was weiß ich nicht, was ab. Twitch ab. Möchtest du auch noch, dass die bei dir was abchecken? Ja, ich bring bald eine neue Unterhosen-Kollektion raus. Wenn ihr die abchecken wollt, wäre ich euch sehr verbunden. Solange du mir keine Pillemann-Tabletten schickst wie Ron, ist alles gut, sag ich mal. Ja, gehen wir rein oder wie sieht's aus? Was spielst du? Bei mir die beiden Stürmer. Ich spiele 4-1-2-1 für die zweite. Ja, dann bei mir auch ein Stürmer und ja, So, aufgeschrieben haben wir. Komm, ich halt zuerst rein, oder? Okay. Deine beiden Stürmer. Ich bin gespannt. Das wäre jetzt sehr... sehr wichtig für mich. Ich bin ja ein risikoreicher Mensch. Deswegen gehe ich im Sturm einmal mit Mertens und mit Insigne. Boah, bei Mertens war ich schon lost, ne? Weil ich dachte, du machst es schöner. Du machst es so mit Insigne und Eder. Meister Eder. Aber Insigne, Bruder, no way. That pace gebe ich dir da vorne nicht. Fuck! Torwart, oder? Wie sieht's aus? Nein! Mertens hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm, ne? Scheiße! Ah, sehr wichtig! Sehr wichtig! Ja, Bronze Keeper, Bock da vorne. Ich halt rein. War das aufgeschrieben? Stürmer und linkes Mittelfeld, oder was? Ja. Alles klar, fange ich an mit dem Sturm. Menü lädt. Ich musste vollkommen raten, wenn ich ehrlich bin, ne? Also gut, bin wunderbar. Okay. Nein, da war er doch, Bruder! Rechter Sturm gehe ich mit Rodrigo. Linkes Mittelfeld gehe ich mit Armin Harit. Ach, so ein Ding ist das also. Ich gehe mit Depay und mit Philippe Anderson. Ja, wollte ich erst nehmen, Anderson, aber den habe ich im letzten genommen mit Drogba. Deswegen konnte ich das nie wieder machen, den Move. Finde ich nicht gut, bin ich ehrlich. Find ich der nicht war gut. Auch geparkt, wäre guter Link. Finde ich nicht gut, bin ich ehrlich, finde ich nicht gut. So, weiter geht der Bums hier. Ich halt rein. Seh mal zu jetzt. Halt mal rein, seh mal zu, du altes Schwein. Linkes ZM. So, das ist so, da ist immer ewig gespielt, so muss man hier mal klarkommen mit der Maske. Ja, ich und meine Maske. So. Linkes ZM spiele ich Ndombele. Rechtes ZM spiele ich noch einen Tottenham-Spieler. Giovanni Lo Celso. Und um das Tottenham-Eckchen perfekt zu machen, habe ich noch einen Spieler, der dich hoffentlich auseinandernimmt. Und zwar Moussa Sissoko auf der 6. Ja, finde ich gut, dass der nicht spielt, der Sissoko. Digga, will er mich. Die anderen können gerne spielen. Nein. Ja! Nein. Ich habe den noch geändert. Ich hatte erst Dele Alli stehen, dann habe ich Sissoko geändert. Rodri und Wijnaldum habe ich noch. Sissoko. Sissoko ja, doch. Digga, ich habe jetzt schon offiziell verloren. Ich sag dir, mein Pirlo geht baden. So, ich mache weiter mit dem linken ZM. Da gehe ich mit der gute Suazerda. Wahrscheinlich, oder? Mit Leon Goretzka gehe ich da. Ich hätte Suazerda sogar erst auf meinem Board stehen. Hat sogar daneben gehe ich mit der gute Saul. Und M gehe ich mit Dembele. Ousmane Dembele. Und im Mittelfeld, Saul, der Saul? Ja, nein, Spaß, ich geh mit Parejo. Gut, weil ich habe nämlich Tolisso, Fekir und Dembélé aufgeschrieben. Ja, den anderen gibt's ja nicht, Rechte. Wen soll ich da stellen? Oh, bin ich Messi? Finde ich gut. Dann hast du auch einen Bronze-Torwart rechts noch hinstellen. Dann hast du wenigstens über die rechte Seite, wo mein Bernie ist. Irgendwie ja. Auch scheiße. Stimmt. Lächerlich. Weiter geht's mit den Asset-Verteidigern. Hab jetzt zwar aufgeschrieben, den einen weiß ich nicht, ob ich den richtig geschrieben habe. Keine Ahnung. Ja, ich habe sowieso Angst, wenn man mein Team anguckt. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Mein Linksverteidiger. Ich will alles hier einstellen, Mann. Finde ich echt nicht gut, wie das hier alles eingestellt ist. Ne? Bin ich ehrlich, finde ich nicht gut. Wie heißt der denn? Hier, Angelino. Angelino Dingsbums. Angelina Jolie. Und Rechtsverteidiger spiele ich ein ausgestorbenes Produkt, das ist Aurier. Der Aurier.
Sag, komm, sag direkt, was du aufgeschrieben hast. Ich pack direkt raus. Mach's gar nicht spannend. Semedo und Roussillon. Oh, okay, nice. Schon erwähnt, dass ich das Menü absolut Oberaffen-Ticken ja, habe ich schon gesagt, dass ich das nicht gut finde? Rechter Verteidiger gehe ich mit Sergi Roberti. Roberta Roberto. Einfach gehe ich mit Halzenberg. Wem? Hast du auch gerade im Hals, ne? Halzenberg. Mit Halzenberg. Gut, finde ich nicht gut. Ich habe Schulz und Odriozola. Boah, ich wusste, dass du Schulz aufschreibst. Geil. Ja, wusste Wichtig. Ich auch. Ich dachte, du nimmst ihn vielleicht trotzdem, weil du denkst, wenn Nein, ich denke, deswegen dann denke ich, durfte ich, denke. Ich, konnte ich ihn nicht nehmen. Große Finale steht vor der Tür. Ich habe mich echt schwer getan, ne? Also ich habe hier ein paar Sachen aufgeschrieben, dann war ich wieder unzufrieden, hab durchgestrichen, hab neu. Keine Ahnung, schieß los. Wenn du mir jetzt so die Innenverteidigung wegsnackst, dann machst du es komplett. Linker IV, Antonio Rüdiger. Rechter IV habe ich Niklas Süle. Und im Tor spiele ich Emanuela Neuer. Fernandes, Militao, Areola. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Immerhin, aber mein Team ist wirklich zerschossen. Ey, ich kann mir das jetzt nicht erlauben, dass du mir den wegschießt. Ich entscheide mich in der Verteidigung tatsächlich um und nehme Vogt. Daneben gehe ich mit Jimenez und im Tor gehe ich mit Oblak. Also, ich habe ja schon viele Teams gesehen, aber dein Team übertrifft ja gerade alles. Also, ich bin ehrlich, jetzt geht beim Namen. Ich hätte nicht erwartet, dass du ein Zwei-Ligen-Team baust. Aber dachte mir, komm, irgendwie glaube ich es auch doch. Hab Süle, Militao, Areola aufgeschrieben. Ich muss safe gehen zum Start, sonst sieht das so aus wie bei dir. Ja, mein bestraftes Leben. Ich bin gespannt, wie es in-game ist. Ja, interessant wird das Spiel. Wir gehen rein und sehen uns dann. Beide Teams sehen wir ja nicht mehr. Der seht ihr jetzt. Das ist so Also bitte, EA. Ja. Ich weiß, ich habe keine Ansprüche bei euch. Aber patch es doch bitte. So, geiles Team. Oha. Hammer, oder? Krass. Hammer, Team gefällt mir. So, Freunde, der Patch ist draußen. Wir mussten gerade noch ein Update machen. Also weiß man jetzt gar nicht, was jetzt hier abgeht. Ja, dann gehen wir mal rein hier in das geile Game hier. Bin ja mal gespannt, Alter, was hier so abgeht. Ey. Trotzdem noch Tempo-Boost, es fuck der Bruder. Das ist so eins ist gut, Alter. Das ist Schüsschen, Alter. Schüsschen. Was ist denn jetzt los, Schiedsrichter? Das ist hier ein neuer Patch, ich muss mich dran gewöhnen, ey. Gib dir mir hier gelbe Karten. Hammerschuss. Boah, Finesse muss ich mir auch abgewöhnen, Alter. Ich finde die Schmutz dieses Jahr. By the way. Ah! Oh. Harit! Was ist das denn? Hör mal, was abseits? Bei der Ecke abseits schießen? Gibt's ja gar nicht. Das war alles so harmlos irgendwie. Ich hab ihn nur für dich dahin geworfen. Jetzt muss ich ernst machen. Nicht gegen mich, no. Ach, das meine ich. Guck mal, wie lange der braucht, um den Pass dann zu spielen. Digga, da muss erstmal rumgeflickt werden hier. PayPal schickst du mir gleich, oder? Mann, Alter. Ich bin so gut. Alter, das gibt's überhaupt nicht, ey. Der bewegt sich überhaupt nicht. Echt, dass er das Gefühl hat, mein scheiß Drecks-Controller im Arsch ist hier. Saul! Doch, bringt was, Digga. Ich mach so meine einzigen Tore auch im Stream. Was hältst du das? Sven, da steht einer auf der Linie! Der kommt doch vom Torwart, der Ball! Ja, wieder richtig gut gepatcht, das Game hier. Ast rein. Sind jetzt Fehlentscheidungen mit drin. Der schießt aber nicht. Der läuft einfach nur. Trabt da einfach nur rum, Alter. Ist ein Witz, ist so Mann, ey. Kann er wieder abseits pfeifen, wo keiner im Abseits steht. Ach, GG, Digga. GG. Ich komme aktuell. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Du hättest safe. Ja, das glaube ich auch. Du hast nicht schlecht gespielt, einmal die Flickerei da. Na, no joke. Das ist das Einzige, womit ich Tore schieße mit Flicks. Normal, wenn ich schieße, wenn du in Streams bei mir bist, ich schieße keine Tore. Es geht nur über Flicks. Gefühlt. Sonst geht die bei mir nicht rein. Keine Ahnung. I don't know. Ich sowas auch auf, aber komm. Ja, ich bin fertig. Ganz. Erstmal Applaus dafür, dass du so ein toller Mensch bist, Steini. Ich nehme den LV. Na gut, ist natürlich nicht so gut. Vogt.
Andere Seite wäre Rodrigo. Ja, ich muss mich reinfuchsen, Freunde. Für mich ist da noch ein weiter Weg. Ja, in den Bums hier. Ja, hier müssen wir da reinkriegen. Wahrscheinlich läuft die Weekend League schon. Ich habe mich doch qualifiziert am Ende. Dieses Video wird ja wahrscheinlich am Wochenende hier kommen. Nichtsdestotrotz würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Checkt das Video auf jeden Fall bei Benji ab und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr aktuell klarkommt, ja. Das war jetzt das erste Spiel auch mit neuem Patch, keine Ahnung. Die Abseits-Situation, da muss ich richtig los. Ja, also was das für eine Aktion war, versteht wieder kein Mensch. Bin raus, überlasse Benji das Schlusswort. Steini, du bist so genial.